Ich darf jetzt hier im Namen des Kompetenzzentrums Nachhaltiger Konsum Sie einmal begrüßen, alle. Das Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum, kurz KNK, wurde für die Unterstützung der Umsetzung des nationalen Programms Nachhaltiger Konsum eingerichtet. Bei uns im Umweltbundesamt ist die KNK Geschäftsstelle. Im KNK beteiligt sind auch noch weitere Behörden, unter anderem die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und auch die GIZ. Und ich freue mich, dass wir heute die Veranstaltung gemeinsam mit der GIZ organisiert haben. Später wird ja Frau Gambillara dann auch als Referentin hier beteiligt sein. Im nationalen Programm Nachhaltiger Konsum ist die Förderung kreislauffähiger und langlebiger Textilien und auch die Förderung der Langlebigkeit in der Nutzungsphase als Maßnahme genannt. Und wir wollen heute mit unserer Veranstaltung dazu beitragen, das Thema auch stärker auf die Agenda zu setzen. Und auch unsere Studie hatte dieses Ziel. Die Studie, das wurde ja eben schon gesagt, die wollen wir Ihnen heute vorstellen und wir wollen sie auch zugleich in einen größeren Kontext stellen mit der Textilstrategie und weiteren Aktivitäten. Denn als wir die Arbeit an der Studie vor 2 Jahren angefangen haben oder die Planung angefangen haben, da war Fast Fashion vielleicht kein neues Thema, aber dennoch, denke ich, war die politische Aufmerksamkeit für das Thema stärker begrenzt, als es heute ist. Ich denke, da finden wir uns jetzt mit der Textilstrategie durchaus in einer anderen Gemengelage wieder. Warum wir uns überhaupt beim UBA mit dem Thema Bekleidung beschäftigen, da brauche ich wahrscheinlich hier in der Runde nicht viel zu sagen. Mein Kollege wird da nachher zumindest ein paar Stichwörter noch zu aufrufen. Das Thema Langlebigkeit und Nutzungsdauer, warum wir uns damit insbesondere befassen. Dazu will ich aber kurz 2, 3 Stichwörter sagen. Das hatte Julia Kailasburi eingangs auch schon erwähnt. Wenn es darum geht, den Textilsektor nachhaltiger zu machen, da stand ja in den letzten 10 Jahren sehr stark die Lieferkette im Vordergrund und in den letzten Jahren zunehmend auch die Kreislauffähigkeit von Textilien. Das sind sehr, sehr wichtige Ansätze und da ist auch nach wie vor noch ziemlich viel Luft nach oben. Dennoch werden durch diese Ansätze wird eben der Gesamtdurchsatz, also die Menge an Textilien, nicht adressiert. Wir sehen aber, dass seit 1990 bis 2015 die weltweite Faserproduktion sich verdoppelt hat. Das hat zum Teil was mit Bevölkerungswachstum in diesem Zeitraum zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir in den wohlhabenden Ländern, die auch vorher sicherlich nicht an einem Mangel an Kleidung gelitten haben, einen sehr hohen Konsum haben. In Deutschland wird so ungefähr geschätzt, dass man so 15, 18 Kilo Textilien pro Person im Jahr, dass diese Menge an Textilien konsumiert wird. Und zugleich ist das Faser-zu-Faser-Recycling ja noch in einem verschwindend geringen Anteil, also etwa 1% in der EU an Textilien werden wieder zu Fasern recycelt. Deswegen braucht es auch langlebigere Bekleidung und Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer und auch der Nutzungsintensivierung. Und warum wir uns jetzt speziell aus der Perspektive des nachhaltigen Konsums damit beschäftigen, dazu will ich Ihnen mal eine kleine private Anekdote oder will das anhand dieser Anekdote illustrieren. Da würde ich gerne einmal darum bitten, das Bild einzublenden. Ich glaube, jetzt können Sie das sehen, genau. Und zwar habe ich vor einigen Jahren mal eine Hose gekauft und habe dann nach dem Kauf festgestellt, dass in dieser Hose dieses Etikett eingenäht war. Da steht ungefähr sowas drauf wie aufgrund der speziellen handgemachten Vintage-Behandlung könnte die Haltbarkeit dieser Hose reduziert sein und die Größe könnte sich möglicherweise verändern. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich erst ein bisschen geärgert und dann habe ich mich gefragt, naja, warum geht denn der Hersteller eigentlich davon aus, dass ich das gut finde, also dass ich damit einverstanden bin, dass hier also diese Vintage-Behandlung, die ich auch gar nicht so richtig wahrgenommen hatte an der Hose, mir wichtiger ist als die Haltbarkeit der Hose. Sprich, Haltbarkeit ist irgendwie so untergeordnet und man könnte doch meinen, dass es eigentlich für den Verbraucher ein relevanter Kaufaspekt sein könnte. Das ist aber bisher ein Thema, was sich ja wahrscheinlich nicht mal in einer Nische bewegt. Ich habe den Eindruck, in der letzten Zeit ist ein bisschen mehr in Bewegung gekommen, aber es ist einfach bisher gar kein Verkaufsargument oder ja nur zu einem begrenzten Maß, was dann eher in so Begriffen wie Qualität versteckt ist. Und mit diesen Fragen haben wir uns deswegen hier beim UBA ein bisschen intensiver auseinandergesetzt und dann diese Studie durchgeführt und
Genau, deswegen will ich jetzt, denke ich, direkt an meinen Kollegen abgeben und da nicht noch weiter ihm vorgreifen, was er gleich erzählen wird. Ich freue mich für Ihr Interesse an der Veranstaltung und bedanke mich auch schon mal vorweg bei den weiteren Referenten, die dann noch den weiteren Kontext für uns darstellen und gebe dann jetzt zunächst mal wieder zurück an die Moderation. Ja, herzlichen Dank, Laura. Bitte einmal den Ablauf nochmal einblenden. Und ich freue mich, Ihnen jetzt Jan Gimkewitsch vorstellen zu dürfen. Er ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Umweltbundesamt im Fachgebiet nachhaltige Konsumstrukturen. Und er hat die schon erwähnte Studie geschrieben zur Rolle der Langlebigkeit und der Nutzungsdauer für einen nachhaltigen Umgang mit Bekleidung und wird jetzt seine Ergebnisse und Empfehlungen zusammenfassend vorstellen. Bitte, Jan. Ich darf Ihnen heute unsere Erkenntnisse aus unserer neuen Überstudie zum Thema Langlebigkeit und Bekleidung vorstellen. Und ja, bevor wir inhaltlich richtig durchstarten, will ich aber auch nochmal an das, was Laura Spengler eben sagte, anknüpfen und Ihnen kurz die ökologische Relevanz der Textilindustrie auch nochmal aufzeigen. Auch ein bisschen auf die Gefahr hin, dass Ihnen das alles bereits bekannt ist, aber dass wir hier zumindest von einer gleichen Basis ausgehen. Sie sollten jetzt die nächste Folie sehen. Jetzt. Super. Genau. Der Textilsektor verursacht mehr als 1% der weltweiten Treibhausgasemissionen. Hinzu kommt, dass 5% der weltweit produzierten Chemikalien von der Bekleidungsindustrie eingesetzt werden, durch Agrarchemikalien im Rohstoffanbau, aber auch durch die Veredelung der Kleidung, das Färben, führt es dazu, dass eben für ein Kilo Textilien durchaus bis zu ein Kilo Chemikalien auch verwendet werden. Und zuletzt haben wir eben auch den hohen Wasserverbrauch. Für eine Jeans stehen wir da bei bis zu 2250 Liter Wasser, die da benötigt werden. Und das ist sozusagen ein kleiner Einblick in diese ökologische Dimension. Und das hat aber auch starke soziale Implikationen, wenn wir für unsere Kleidung, die wir hier in Europa kaufen, wenn dafür dann das Trinkwasser in den Produktionsländern knapp wird oder eben die Umwelt durch die zahlreichen Chemikalien leidet. Außerdem steht die Textilindustrie ja zusätzlich auch im Zusammenhang mit schlechten Arbeitsbedingungen, also mangelhafter Unfallschutz, Zwangsarbeit und auch die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen wären da eben Beispiele. Und ja, welche Rolle nun eine längere Nutzung bei der Prävention dieser Auswirkungen spielen kann, sollten wir jetzt eigentlich auf der nächsten Folie sehen. Das sind Probleme mit dem Weiterschalten. Hier ist man hier unten. Genau, das sehen wir hier. Das sind Zahlen aus einer schwedischen Studie, die zeigen, dass quasi die Verdoppelung der Nutzungsdauer eine Halbierung des CO2-Ausstoßes bewirken kann. Damit einhergehend verringern sich dann auch Wasserverbrauch, Chemikalieneinsatz oder auch die Abfallmenge. Also hat durchaus einen großen Effekt. Und genau, das vielleicht nochmal zu diesen ökologischen Herausforderungen in der Textilindustrie, die halt auch nochmal zeigen, dass es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und dass es auch wichtig ist, dass wir eben uns auch mit dieser Verlängerung der Nutzungsdauer befassen. Genau, ich möchte jetzt nochmal kurz ein paar Sätze zum Vorgehen bei unserer Studie sagen.
Wir haben einen Ansatz gewählt, bei dem wir alle verschiedenen Phasen des Lebenszyklus von Bekleidung berücksichtigen und jeweils gucken, welche Implikationen und Herausforderungen hinsichtlich Langlebigkeit und Nutzungsdauer in jeder Phase bestehen, welche Chancen ergeben sich, aber auch welche Zielkonflikte zwischen diesen einzelnen Phasen können entstehen. Dabei haben wir vor allem auf bereits bestehende Forschung zurückgegriffen, sowohl Forschung aus dem Umweltbundesamt, aber natürlich auch darüber hinaus. Wir wollten also vor allem den aktuellen Stand zusammenführen und schauen, wo stehen wir beim Thema Langlebigkeit eigentlich gerade. Ergänzt haben wir die Studie aber auch durch eigens geführte ExpertInnen-Interviews und auch eigene Recherchen, zum Beispiel im Bereich Onlinehandel oder auch beim Siegelvergleich. So, genau, und natürlich haben wir mit der Frage angefangen, was ist Langlebigkeit überhaupt? Zunächst kann man festhalten, dass Qualität und auch Langlebigkeit im Textilbereich bisher nicht einheitlich definiert sind. Es gibt da verschiedenste Akteure entlang der Lieferkette und die haben da alle mehr oder weniger unterschiedliche Auffassungen und insbesondere fehlt eben auch diese Einigung auf eine Messbarkeit von Langlebigkeit bei Bekleidung. Auf Grundlage der Blauen Engel-Kriterien für Textilien, der Blaue Engel liegt ja auch bei uns beim Uber, sowie unseren Recherchen sind wir dann zu dem Schaubild gekommen, das Sie jetzt hier sehen. Das ist sozusagen eine erste Annäherung, wie sich Langlebigkeit und Qualität einordnen lassen könnten. Wir sehen also in der Mitte rot eingekreist die produktbezogene Langlebigkeit als einen Teil der Qualität. Und diese produktbezogene Langlebigkeit lässt sich dann eben weiter ausdifferenzieren und ist auch durch Normen, sind diese Kriterien eben auch messbar. Neben der produktbezogenen Langlebigkeit gibt es aber auch noch die emotionale Langlebigkeit. Das sehen Sie oben links. Diese ist nicht so leicht messbar und sehr individuell, spielt aber eben für die Nutzungsdauer der Kleidung auch eine wichtige Rolle. Beeinflusst wird diese emotionale Langlebigkeit durch verschiedene Faktoren, zum Beispiel wenn ich transparente Informationen über die Produktion erhalte, wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein T-Shirt oder die Baumwolle meines T-Shirts, wenn ich weiß, wo die herkommt, dann habe ich da vielleicht eine stärkere Bindung zu und möchte das T-Shirt auch länger tragen. Wenn wir zukünftig also eine längere Nutzung der Kleidung wollen, muss also sowohl um diesen technischen Aspekt, aber eben auch diesen emotionalen Aspekt gehen. Und ja, diese bislang fehlende Definition von Langlebigkeit sorgt beiderseitig für Herausforderungen, weil auf der einen Seite ist es schwer für Unternehmen, mit Langlebigkeit zu werben. Und auf der anderen Seite fehlt aber für VerbraucherInnen eben die Kauforientierung. Wenn ich jetzt in einen Laden gehe und mir dessen alles schon bewusst bin und etwas Langlebiges kaufen möchte, dann kann ich das im Laden an der Kleidung, kann ich das gar nicht erkennen, was langlebig ist. Und durch die Textilstrategie, da werden wir später auch noch mehr zu hören, da erhält das Thema jetzt so ein bisschen nochmal einen neuen Aufschwung, da zukünftig eben durch die Ökodesign-Vorgaben durch die neue Ökodesign-Verordnung auch Vorgaben für Bekleidung gelten sollen. Und hier arbeitet das Umweltbundesamt auch bereits an Vorschlägen für mögliche Kriterien, die wir dann eben in diesen Prozess auch mit einbinden wollen. Und mit diesem Verständnis von emotionaler und produktbezogener Langlebigkeit haben wir uns dann eben auf den Weg gemacht und haben die jeweiligen Phasen des Lebenszyklus auf mögliche Einflüsse auf die Langlebigkeit und Nutzungsdauer geprüft, angefangen beim Design, über die Herstellung, Handel, bis eben einmal rum bis zum Recycling.
Und genau, in einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft stehen DesignerInnen nicht einfach am Anfang einer linearen Produktion, sondern sie üben eben auf jede Phase des Kreislaufes ihren Einfluss aus. Man kann sagen, dem Design kommt da eine sehr entscheidende Rolle zu, da hier eben für den ganzen Lebensweg auch schon Entscheidungen getroffen werden können. Die Grafik, die Sie hier sehen, die ist auch in der Studie nochmal enthalten. Falls das jetzt in den Kästchen die Schrift vielleicht doch ein bisschen klein ist, können Sie das da auch gerne nochmal nachlesen. Es soll einfach zeigen, welche Fragen sich im Designprozess zu den einzelnen Lebensphasen schon gestellt werden können, damit am Ende die Kleidung lange getragen werden kann. Das ist zum Beispiel am Anfang, welche Chemikalien sind wirklich notwendig für das Kleidungsstück? Kann ich das Kleidungsstück leicht verändern oder ist es auch reparierbar? Welche Nutzungsszenarien sind für das Kleidungsstück zu erwarten? Gibt es zum Beispiel Stellen, die bei der Kleidung besonders verstärkt werden sollten? Oder am Ende eben auch, wie kann ich das Kleidungsstück eigentlich auch wieder als Rohstoffquelle für meine neue Produktion nutzen? Und gute Beispiele zum Design finden Sie zum Beispiel auf der Website des Bundespreis Ecodesign, der jährlich vom Umweltministerium und dem Umweltbundesamt ausgeschrieben wird. Genau, mit dem Design eng verbunden ist dann auch die Herstellung. Bei der Herstellung spielen die verschiedenen Produktionsprozesse eine Rolle. Das sehen Sie hier einmal farblich dargestellt. Ich würde jetzt hier eben nur was zu der Faserproduktion nochmal sagen. Da hatten wir eingangs von Frau Spengler schon gehört. Es hat sich sehr stark erhöht. Hier rechts sehen Sie nun eine Übersicht der verschiedenen Faseranteile. Über 50% der Fasern sind mittlerweile aus Polyester. Für die Langlebigkeit eines Kleidungsstücks ist das erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, denn Stoffe aus künstlichen Fasern oder mit einem Anteil an künstlichen Fasern haben häufig bessere Haltbarkeitseigenschaften als zum Beispiel Kleidungsstücke aus 100% Baumwolle. Und an der Stelle kommen wir dann aber auch schon zu diesen ersten Zielkonflikten, denn Mischfasern verschlechtern die Recyclingfähigkeit. Künstliche Fasern bestehen ja zudem aus nicht erneuerbaren Rohstoffen. Aber auch andere Faserarten bringen andere Zielkonflikte mit. Der Anbau von Baumwolle sehr wasserintensiv. Recyclingfasern wiederum haben schlechtere Haltbarkeitseigenschaften als Frischfasern. Genau, und eben, also diese ganzen Zielkonflikte, ist wichtig, die zu kennen, aber die lassen sich eben auch nicht in allen Fällen eindeutig auflösen. Von irgendwas müssen wir auch unsere Kleidung weiter produzieren. Und wichtig ist daher, dass wir Kleidungsstücke auf ihre zukünftigen Nutzungsszenarien abstimmen und in der Produktion umweltbezogene Prioritäten festlegen. Und diese Entscheidungen auf diese Prioritäten und auf die Nutzungsszenarien, diese kann ich eben im Design schon festlegen. Genau, nach dem Design und der Herstellung kommen wir nun zum Handel und zum Konsum. Und hier haben wir uns natürlich auch wieder gefragt, wo stehen wir hier in Bezug auf Langlebigkeit eigentlich? Hier sehen wir einmal den Siegelvergleich, den wir im Rahmen unserer Studie vorgenommen haben. Hier haben wir einmal die verbreiteten Nachhaltigkeitssiegel im Bekleidungsbereich miteinander verglichen. Wir haben dabei die Gebrauchstauglichkeitsanforderungen des Blauen Engel herangezogen und geschaut, welche Siegel diese Anforderungen ebenfalls treffen. Und da sehen wir, dass eigentlich bis auf das EU-Eco-Label
kein Siegel wirklich diese Anforderungen des Blauen Engels auch erreicht. Ob das, was der Blaue Engel macht, schon ausreichend ist, das ist nochmal eine andere Frage. Das Problem beim Blauen Engel ist, wir haben hier eben diese Gebrauchstauglichkeitsanforderungen, aber der Blaue Engel hat im Bekleidungsbereich keine Marktpräsenz. Für die anderen Siegel wiederum heißt das, dass diese eben keine automatischen Rückschlüsse auf die Langlebigkeit eines Kleidungsstücks zulassen. Bei den meisten ist das auch nicht das Ziel oder ist auch nicht der Fokus, zeigt aber eben, dass Langlebigkeit bisher ein untergeordnetes Thema ist und am Siegelmarkt nicht berücksichtigt ist. Und somit kommen wir wieder dahin, dass wir für VerbraucherInnen eben gar keine Kauforientierung für Langlebigkeit derzeit haben. Und beim Handel selbst wiederum haben wir uns die größten Bekleidungsunternehmen angeschaut und deren Online-Handelsangebot eben nach verschiedenen Parametern überprüft. Wichtig hierfür zu wissen, es geht hier nur um die Quantität. Wir haben jetzt nicht geguckt, wie ist das Ganze qualitativ auch umgesetzt. In der ersten Zeile sehen wir, welche Unternehmen mit Nachhaltigkeit werben. Da sind eigentlich noch alle dabei. In der zweiten Zeile geht es dann um die Qualität, da wird es dann schon weniger. Und in der dritten Zeile, wo es dann um die Langlebigkeit geht, da sind eigentlich nur noch zwei Unternehmen, die sich darauf beziehen. Wir haben uns auch angeschaut, welche Pflegehinweise und Reparaturangebote werden da im Online-Bereich gemacht. Das ist ebenfalls sehr dünn. Und ganz unten haben wir uns auch die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen angeschaut. Und auch da sehen wir, dass da eigentlich sich nur drei Unternehmen wirklich auf Langlebigkeit beziehen. Ähnlich also wie bei den Siegeln ist auch die Nachhaltigkeitskommunikation bei den Unternehmen bislang nicht auf Langlebigkeit oder eine verlängerte Nutzungsdauer ausgerichtet, sondern wenn, dann haben sie eher Produktionsaspekte wie den biologischen Anbau oder faire Arbeitsbedingungen im Blick. Und dass sie da Langlebigkeit nicht so sehr fokussieren, das liegt natürlich auch daran, dass das nicht wirklich anschlussfähig ist an die derzeit üblichen Geschäftsmodelle im Bereich Fast Fashion. Denn diese Geschäftsmodelle, die fördern eben eher den schnellen Durchsatz unserer Kleidung und zu diesen Strukturen dieser Geschäftsmodelle gehört eben der schnelle Austausch der Bekleidung durch eben die verschiedenen Kollektionen. Wir haben ständige Konsumanreize an die VerbraucherInnen, wie Werbung, Angebote, niedrige Preise. Wir haben jetzt schon oft genannt, dass die VerbraucherInnen gar keine Kauforientierung für langlebige Kleidung haben. Und zuletzt haben wir auch das Problem der Überproduktion und eben den intransparenten Umgang mit nicht verkaufter Ware, mit Überhängen, welcher ebenfalls dazu führt, dass Kleidung nicht so lange genutzt werden kann, wie es möglich wäre, sondern eben im schlechtesten Fall auch ungetragen entsorgt wird. Ausnahmen zu diesen Konsumstrukturen befinden sich nach wie vor im absoluten Nischenbereich oder teilweise aber auch im Outdoor-Segment. Ja, und von den Konsumstrukturen kommen wir zum Konsum. Hier sehen wir eine Umfrage einmal zu den Kaufkriterien. Wir sehen der Preis weiterhin das wichtigste Kaufkriterium. Wir sehen Qualität, aber auf Rang 2, Haltbarkeit etwas weiter unten. Das heißt zum einen, Qualität ist VerbraucherInnen auch wichtig,
Aber es bleibt hier und auch in anderen Umfragen trotzdem wieder unklar, was ist hier eigentlich mit Qualität gemeint, was verstehen die einzelnen Befragten darunter. Haltbarkeit zum Beispiel scheint ja hier nicht unbedingt dazu zu zählen, ebenso wie die Funktionalität. Und nicht in der Umfrage tauchen auch die psychologischen Aspekte bei einem Kleidungskauf auf. Zum Beispiel sowas wie Spaß am Konsum oder Konsum auch als soziale Teilhabeform beeinflussen nämlich unsere Kaufentscheidungen. Hier sehen wir jetzt als nächstes Zahlen zur Nutzungsdauer. Will ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Sie sehen das ja selber. Einfache T-Shirts so 2 bis 3,5 Jahre, Jeans und Hosen dann schon etwas länger. So um den Dreh auch alles aus Umfragen. Was an dieser Stelle aber wichtig ist, ist der Unterschied zwischen produktbezogener Langlebigkeit, die ich am Anfang erwähnt hatte. Das heißt, wie lange kann ich das Kleidungsstück auf Grundlage der technischen Basis nutzen? Und aber der tatsächlichen Nutzungsdauer. Und beides ist eben selten deckungsgleich. Und vielmehr gehen wir davon aus, dass VerbraucherInnen schon heute ihre Kleidung auch länger tragen könnten, als sie das tun. Und weiterhin wichtig, die Nutzungsdauer, die wir am Anfang auch bei Ihnen abgefragt hatten, die zeigt vor allem an, wie lange eine Person ein Kleidungsstück besitzt. Und wie bei uns wird das auch häufig abgefragt, lässt sich auch leicht abfragen. Die Nutzungsintensität hingegen, die wird in Forschungen derzeit noch kaum berücksichtigt. Soll heißen, wenn 2 Personen eine Jeanshose 3 Jahre lang besitzen, dann ist das eben nicht gleichbedeutend, dass diese Jeans auch bei den beiden Personen gleich oft getragen wurde. Und das ist aber eben genau das, was wir auch wissen müssten, um eben mehr über die Nutzung unserer Kleidung auch zu erfahren. Die Nutzungsintensität ist allerdings wesentlich schwieriger zu erfragen als eben die Nutzungsdauer. Genau, und als nächstes wollen wir einmal darauf blicken, wie VerbraucherInnen bereits alternative Konsumoptionen auch nutzen, also Sachen wie Secondhand, Reparatur, die Pflege der Kleidung, Tauschen, Leihen, sowas gehört dazu. Und hierzu gibt es auch erstaunliche Umfragezahlen. So wird Reparaturservices für Bekleidung von über der Hälfte der Menschen nie genutzt. Und über 60% haben noch nie gebrauchte Kleidung gekauft. Und das hat natürlich auch wieder gewisse Gründe. Das sehen wir hier rechts. In Bezug auf Secondhand-Mode werden da häufig Hygienebedenken genannt. Bei anderen Praktiken sind es unsere eingefahrenen Konsumroutinen, natürlich auch geprägt durch die Konsumstrukturen, in denen wir agieren. Oder eben auch unsere Unsicherheit darüber, ob ich da aus dieser Alternative jetzt tatsächlich auch einen preislichen Vorteil habe. Insgesamt wird da in der Forschung festgestellt, dass VerbraucherInnen sowas wie Qualität und die Verlängerung der Nutzung wichtig ist, aber sie tragen derzeit noch wenig dazu bei. Außerdem verbinden VerbraucherInnen die Langlebigkeit und die Verlängerung der Nutzungsdauer ihrer Kleidung derzeit noch nicht mit Umweltschutz oder Ressourcenschonung. Und genau das könnte zukünftig auch ein, nochmal ein zusätzliches Mittel für die Kommunikation sein. Also sowohl für Unternehmen, aber auch für die Zivilgesellschaft oder die Politik. Genau, und auch mit, jetzt bin ich ein zu weit gesprungen, auch mit Blick auf die Langlebigkeit und den Konsum gibt es hier Konflikte. So ist Konsum für uns auch eine Form der Teilhabe, ist auch ein soziales Event.
steht allerdings eben der Ressourcenschonung gegenüber. Und daran knüpfen auch Aspekte wie Mode an, die wir möglicherweise nicht so ausführen können, wenn wir auf längere Nutzung der Kleidung fokussieren. Genau hierzu habe ich aber auch ein Zitat aus einem Interview mitgebracht. Frau Glomp von der Hochschule Hannover, sie hatte gesagt, die Menschen können sich gerne über Kleidung und Mode definieren, aber das ist eben nicht gleichbedeutend mit Konsum oder Einkaufen, sondern das Event, das Erlebnis ist eher die Auseinandersetzung mit der Mode und der soziale Austausch. Genau, und weiter geht es im Lebenszyklus mit der Sammlung und dem Recycling der Textilien. Das derzeitige Entsorgungssystem finanziert sich hauptsächlich über Secondhand-Verkäufe. Wir hatten schon gehört, Faser-zu-Faser-Recycling findet quasi nicht statt, unter 1%. Das heißt, es gibt vor allem ein Downcycling. Und insbesondere Materialmixe sind für das Recycling herausfordernd. Hier haben wir also wieder diesen Zielkonflikt, den wir am Anfang im Design auch schon hatten, zwischen langlebiger Kleidung und einem guten Recycling. Problematisch zusätzlich die Erfassungsmengen von Alttextilien steigen. Die Preise, das sehen wir hier einmal oben rechts, und die Qualität der Originalsammelware, die sinken allerdings. Das heißt, das System, wie es aktuell besteht, ist eigentlich nicht wirklich zukunftsfähig. Auf politischer Ebene wird hier bereits reagiert. Zum einen gibt es die getrennte Erfassungspflicht für Textilien ab dem Jahr 2025. Textilien dürfen dann nicht mehr im Restmüll entsorgt werden. Heißt aber auch, dass die Erfassungsmengen wahrscheinlich weiter steigen werden. Und außerdem schlägt die EU EPR-Systeme vor für Textilien, also eine erweiterte Herstellerverantwortung. Dazu kommen wir sicher später auch nochmal drauf zurück. Hierzu hat das UBA auch bereits ein Forschungsvorhaben laufen, um eben diese EPR-Umsetzung in Deutschland vorzubereiten. Was heißt das nun für das Thema Langlebigkeit? Erstmal zeigt es, wie wichtig es ist, dass wir unsere Kleidung lange nutzen und gut pflegen, da es eben derzeit eigentlich kein gutes Recycling gibt und damit die Textilabfallmengen eben nicht so stark steigen. Das heißt aber auch, dass das Lebensende der Kleidung bereits im Designprozess mitgedacht und unsere Entsorgungsstrukturen berücksichtigt werden sollten. Wir müssen jetzt also fragen, für welche Nutzung ist das Kleidungsstück gedacht? Ist es sinnvoller, es langlebig oder recyclingfähig zu gestalten? Oder findet sich vielleicht auch ein guter Weg, der beides miteinander vereint? Genau, in diesem Zusammenhang mache ich auch gerne einmal Werbung für die Europäische Woche der Abfallvermeidung. Da findet die Auftaktveranstaltung am 21.11. statt, unter anderem mit Eröffnungsreden der Umweltministerin und dem UBA-Präsidenten. Also gerne anmelden. Genau, damit sind wir einmal durch die einzelnen Lebensphasen durch. Darauf aufbauend war dann ein Kernanliegen der Studie, wichtige Forschungsbedarfe rauszufiltern. Die sehen wir hier einmal. Ganz oben zur Definition von Langlebigkeit wird bei uns am UBA bereits gearbeitet und auch auf EU-Ebene mit der Ökodesign-Verordnung passiert hier was. Zentral wird sicherlich auch sein die Frage nach den Geschäftsmodellen der Zukunft, die eben eine lange Nutzung unserer Kleidung fördern. Wie sehen diese aus? Wie können wir sie ressourcenschonend gestalten und aber auch trotzdem ökonomisch nachhaltig machen? Und wie lassen sich die auch in die Breite tragen? Und weiter ist, glaube ich, auch noch
wichtig, die Forschung zur Nutzungsphase, insbesondere eben zur Nutzungsintensität. Da gibt es noch einige Fragezeichen bei uns, da wir hier viele Infos auch nur aus Umfragen haben. Genau, und abschließend möchte ich den Vortrag nun mit den Handlungsbedarfen für die verschiedenen Akteure, denn nur gemeinsam in geteilter Verantwortung kommen wir auch wirklich dahin, dass die Kleidungsindustrie ressourcenschonender wird. Für die Politik heißt das eben Langlebigkeit im Rahmen der Aktivitäten der EU-Textilstrategie berücksichtigen, Rahmenbedingungen schaffen, die eine längere Nutzung fördern und auch eben diese Forschung finanzieren zu Zielkonflikten, zu den Geschäftsmodellen, zur Nutzungsphase. Bei der Wirtschaft erhoffen wir uns, dass neue Geschäftsmodelle integriert und erprobt werden, dass zirkuläre Designstrategien in den Produktionsprozess aufgenommen werden und dass nachgewiesene Langlebigkeit zukünftig auch aktiv als Verkaufsargument für die VerbraucherInnen genutzt wird. Und auch die VerbraucherInnen können schon jetzt was tun, und zwar auf alternative Konsumformen wie das Tauschen, das Leihen zurückgreifen, Kleidung möglichst lange tragen und eben auch diese Modetrends, diese wechselnden Kollektionen hinterfragen. Und wenn Kleidung sich abnutzt oder Defekte aufweist oder ich auch neue modische Ansprüche habe, dass ich diese eben meine bestehende Bekleidung reparieren lasse oder eben auch ändern lasse. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und genau, ich stehe gerne für Rückfragen bereit. Ich freue mich sehr, Michael Lahmann begrüßen zu dürfen. Wir würden jetzt nämlich weitergehen im Programm. Michael Lahmann arbeitet in Brüssel als selbstständiger Berater für zirkuläre Wirtschaft und Kommunikation, unter anderem für Ecopreneur, die European Sustainable Business Federation. Ecopreneur ist ein europäischer Verband nachhaltiger Unternehmen und setzt sich dafür ein, dass kleine und mittlere Unternehmen der Weg zur Zirkularität geebnet wird auf EU-Ebene. Herr Lahmann wird in seinem Beitrag einen Einblick geben, wie das Thema Langlebigkeit auf EU-Ebene, insbesondere der EU-Textilstrategie, adressiert wird. Herr Lahmann, ich übergebe an Sie. Ja, guten Morgen aus Brüssel. Ich will ganz gerne beginnen mit einer kurzen Einführung in Ecopreneur. Sie haben es ja schon gerade angesprochen, damit man auch weiß, wen ich hier vertrete. Das Thema Langlebigkeit ist natürlich super interessant. Und deshalb auch nochmal vielen Dank an das Kompetenzzentrum und an die UBA, dass Sie uns eingeladen haben. Das ist echt was Besonderes, weil wir auch in der Regel immer auf europäischem Parkett und dann auch in Englisch sprechen. Also in meiner Muttersprache heute Morgen. Ja, ich möchte Ihnen natürlich ganz gerne ein paar Gesetzesinitiativen vorstellen, die die EU auf EU-Level gerade vorbereitet werden. Aber keine Bange, ich werde jetzt nicht die ganzen verschiedenen Richtlinien und Frameworks und Communications und was nicht alles gibt vorstellen. Das hätte ich auch gar keine Zeit zu. Aber ich werde mich vielleicht darauf beschränken, so ein bisschen die Logik hinter der Strategie zu verdeutlichen und auch die Mechanismen, mit denen so eine, die Abkehr von dieser verschwenderischen Produktions-, aber auch den Konsumgewohnheiten unserer Zeit erreicht werden sollen. Und deshalb, der Europäische Verband Nachhaltiger Unternehmen, Sie haben es gesagt, wir setzen uns auf der EU-Ebene, ich bin halt in Brüssel, für günstigere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ein, damit eben nachhaltigen Geschäftsmodellen zum Durchbruch verholfen werden können. Und das gilt natürlich nicht zuletzt und vielleicht sogar in diesen Tagen besonders für Unternehmen der Modebranche. Ich muss mich jetzt noch mit diesem Webex anfreunden, aber darum ist klar, frei. Ich klicke weiter. Also unsere Mitglieder, wie Sie sehen, das ist also eine Auswahl. Wir vertreten so rund 3000 kleine und mittelständische Firmen und dann auch 100 größere. Einige von den Logos kennen Sie vielleicht. Aber die bieten halt allesamt
wirklich nachhaltige Produkte und Dienstleistungen ein. Das sagen wir immer so, wir sind die Vertreter der Vorreiter auf EU-Level. Sie sehen so, in der Mitte sehen Sie sie, also Sie sehen einige möglichen Logos. Und einige sind etablierte Brands. Sie sehen VD, Humana, Interface, Mud Jeans in Holland, wenn Ihnen das was sagt. Also die sind schon relativ groß, also keine KMU mehr. Aber die meisten sind wirklich weniger bekannte Unternehmen, wie zum Beispiel ReproCover oder Lebenskleidung, wie auch das die Frau Breidenbach heute teilnimmt. Also wir haben zum Beispiel auch von Hülle, das ist ein welches Unternehmen, und die machen zum Beispiel, es ist ein Social Enterprise, die schneidern gebrauchte Herrenoberhemden um zu Boxershorts. Also die bringen ihr altes Herrenoberhemd und die, also oft Frauen, die sozial benachteiligt sind, die sind angestellt und nähen dann praktisch die um zu Boxershorts, und der Kunde nimmt dann praktisch das alte Hemd in Form von der Boxershorts zurück. Also das sind Unternehmen, Beispiele von Mitgliedern, unserer Mitglieder. Und 13 von diesen Unternehmen sind in einem, in einer, ja, einer, wir nennen es Arbeitsgruppe Nachhaltige Textilien, zusammengeschlossen. Wir treffen uns ein bisschen häufiger. In der Mitte sehen Sie unsere nationalen Mitgliedsverbände. Wir sind eben die Stimme nachhaltiger Unternehmen in Brüssel, und 7 dieser nationalen Mitgliedsverbände vertreten wir als Verband. Das Gründungsmitglied in Deutschland ist der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft BNW in Berlin. Wir haben aber auch noch Mitglieder in Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, also Benelux und Schweden. Und neuerdings auch letztes Mitglied ist, das sehen Sie unten, Estland. Also die Esten sind jetzt dabei. Ja, wichtige Kooperationspartner vielleicht schnell noch, damit Sie auch das sehen. Einige von denen kennen Sie vielleicht auch. Das Europäische Umweltbüro, World Business Council for Sustainable Development, Ellen MacArthur Foundation, aber sicherlich auch zu erwähnen die europäische, ja, ich sage es auf Englisch, European Circular Economy Stakeholder Plattform, also die Plattform für alle Stakeholder, also viele NGOs sind da drin, aber auch Unternehmen, die auf, ich sag mal, EU-Level, das ist eine Plattform der Kommission, eben auch ja, die Gesetze mitgestalten und auch Input geben als Experten. Und wir sind unter anderem als Ecopreneur in der Textilgruppe schon seit einigen Jahren drin und machen auch regelmäßig Veranstaltungen und geben Input. Jetzt aber zum eigentlichen Thema des Vortrags, nämlich Langlebigkeit von Textilien, auch im Rahmen der EU-Strategie. Ja, vielleicht erstmal ein Blick hinter den Kleiderschrank, wie ich das hier oben genannt habe. Wir haben es ja schon vorhin gehört, um die Bedeutung und auch das Potenzial von der Langlebigkeit von Textilien zu verstehen, sollten wir uns vielleicht auch mal kurz die Daten angucken. Vorhin haben wir gehört, 1% aller Treibhausgase, ich habe sogar eine viel höhere Zahl irgendwo gefunden, von der Ellen MacArthur Foundation, tragen zum Klimawandel bei, also Treibhausgase. Dann gibt es, Sie sehen ja selber, also das Mikroplastik wird in die Umwelt ausgestoßen. Pro Sekunde wird weltweit eine Müllwagenladung an Kleidung weggeworfen. Also das sind schon ziemlich große, ja, Dimensionen, die auch die Kommission ernst nimmt. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die UNEP, nennt die Textilindustrie eine der umweltschädlichsten der Welt. Ich denke, das haben viele von Ihnen auch schon alles gehört. Wie gesagt, die Verschwendung bei Design ist wahrscheinlich das Kernproblem. Wir leben ja auch ich nehme den Blick jetzt mehr aus unternehmerischer Sicht. Aus unserer Sicht gibt es im Wesentlichen 3 Punkte für das Problem des Wegwerfens. 60% werden weggeworfen, weil sie nicht mehr gut aussehen. Erstens mangelnde Qualität. Kleidung hat schnell Gebrauchsspuren, lässt sich kaum reparieren, wenn sie eben nicht langlebig designt worden ist. Dann, wir haben es gehört, die Konsumgewohnheiten. Und Kleidung kommt schnell aus der Mode, weil sie als untragbar empfunden wird. Und natürlich der niedrige Preis. Kleidung ist oft so billig, dass man vorhandene, noch intakte Artikel ohne Not mit neuen austauschen kann.
Also ist Fast Fashion, wie wir sehen, nicht allein ein Problem von der Hersteller, sondern natürlich auch des Verbrauchers. Und da müssen wir die Produktion und auch die Konsumgewohnheiten ändern. Die Frage ist natürlich nur, wie. Und da kommt jetzt so langsam auch die Kommission wieder mit ins Spiel. Also wir haben ja selbst vorhin in der Studie gesehen, die Langlebigkeit und die Nutzungsdauer oder die Optimierung von Qualität und der Nutzungsdauer und der Konsumgewohnheiten sind die zentralen Faktoren, die Umweltbelastung durch Textilien geringern. Eine Studie vom ECOS-Institut hier in Brüssel, die hat gezeigt, dass der Fußabdruck, ein CO2-Fußabdruck von einem Kleidungsstück um bis zu 30% verringert werden könnte, wenn wir nur die Lebensdauer um lediglich 9 Monate verlängern können. Also da gibt es ein riesiges Potenzial. Ja, Hotspot Textilien. In der Vision der Kommission für eine Kreislaufwirtschaft wären Textilien in der Zukunft langlebig. Das ist auch wirklich explizit so gesagt. Die Lebensdauer würde durch Reparatur und die Rückführung an neue Nutzer verlängert, sodass Kleidung so lange wie möglich aktiv genutzt werden kann und man Ende des Lebenszyklus oder der Lebenszyklen, die darin enthaltenen Materialien zu neuen hochwertigen Produkten recyceln können. Also kein Downcycling. Es geht wirklich um das Verlängern der Herstellung von verschiedenen Lebenszyklen und dann die Wiederverwertung. Und langlebige Kleidungsstücke könnten dann an der Spitze der bekannten EU-Abfallhierarchie und somit auch an der Spitze der Kreislaufwirtschaft stehen. Und daher weist die Kommission eben dem Textilsektor ein ganz anderes hohes Potenzial für die Kreislaufwirtschaft der Zukunft zu. Die Textilstrategie an sich gibt eigentlich die Leitplanken, die Leitlinien für nachhaltige Transformation vor. Das ist kein Gesetzespaket, sondern eine Strategie. Bis 2030 heißt es, dort müssen Textilprodukte langlebig, reparierbar und recycelbar sein. Und sie soll in großem Umfang aus recycelten Fasern bestehen und frei von gefährlichen Stoffen sein und sowie umwelt- und sozialverträglich hergestellt werden. Alles das ist so explizit genannt in der Strategie. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht zu sehr auf die Details ein, aber die Strategie nimmt einen systemischen Ansatz. Was heißt das? Die umfasst ist eben nicht nur auf Textilien gerichtet, sondern umfasst eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen, die miteinander verbunden sind und den gesamten Wertschöpfungsprozess abdecken. Und angefangen bei Produktions-, Design, der Zusammensetzung von Textilien, dann der Produktion, der Art der Produktion, auch sozialer Aspekt natürlich, die Nutzung und ganz wichtig bis hin zum Recycling, aber auch Geschäftsmodelle natürlich, also der Nutzen der Bekleidung in Form von neuen nachhaltigen Modellen. Und da, Sie sehen auch, ich habe mir so die Mühe gemacht, dass jetzt nicht genau die Reihenfolge, wann die Gesetze veröffentlicht werden. Ich habe versucht, das zu arrangieren, dass man zumindest so die Zusammenhänge sieht. Aber es geht wirklich um Gesetze wie Ökodesign, wir haben es vorhin gehört. Es gibt den digitalen Produktpass im Rahmen der nachhaltigen Produktstrategie, Gesetze zur Vermeidung von Mikroplastik, Greenwashing, natürlich auch Sorgfaltspflichten, Lieferkettengesetz und so weiter. Und alle diese Gesetze folgen dem Verursacherprinzip, vielleicht sehr wichtig. Also sie nehmen tatsächlich denjenigen, der die Textilien herstellt und in Umlauf bringt, in die Pflicht. Das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor oder Aspekt dieser Strategie und der damit zusammenhängenden Gesetze. Ja, die Logik wollte ich ansprechen. Also vielleicht richtig zu verstehen, damit man dahin kommt. Es wird eben dieses Verursacherprinzip und die daraus sich ergebenden Folgen auch ein bisschen geschaffen. Das Verursacherprinzip setzt allerdings voraus, dass man den Verursacher und die konkreten Auswirkungen seiner Produkte auf dem Markt und auch für die Umwelt und den Menschen auch wirklich kennt. Bedarf also Mechanismen und auch Daten und Bewertungsmethoden vor allem. Und diese notwendige Transparenz will die Kommission unter anderem durch ein Lieferkettengesetz, strengere Anforderungen für die Berichterstattung und auch für Label mit einem digitalen Produktpass verbessern.
Die Idee ist, das fängt jetzt gerade hier in Brüssel an, dass man tatsächlich ein Etikett auf einem Kleidungsstück hat, was die Zusammensetzung des Produktes, also welche Materialien sind drin, sind Schadstoffe enthalten, wer hat es produziert, wie wird es produziert und vor allem, wie kann es recycelt werden und zu welchem Grad. Das ist eigentlich wie ein Container. Wie gesagt, das ist erst der Anfang. Das Konzept ist da. Wir sind auch involviert, jetzt in dem Prozess in Brüssel ein bisschen Einfluss zu nehmen, dass vielleicht auch andere Kriterien, wie soziale Kriterien und andere wichtige Kriterien mit dort zumindest integriert werden können, sodass am Ende jeder Teilnehmer in der Wertschöpfungskette dann auch die Möglichkeit hat, diese Informationen auszulesen und auch zu vergleichen natürlich. Um die Nachhaltigkeit von Produkten über die gesamte Lebensdauer bewerten zu können, hat deshalb die Kommission auch die Entwicklung einer sogenannten LCSA-Methode, das steht für Lifecycle Sustainability Assessment, in Auftrag gegeben, an der auch wir in Brüssel hier beteiligt sind. Und das LCSA-Projekt, ich gehe darauf jetzt nicht weiter ein, aber das läuft unter dem Namen Orienting, orienting.eu, wenn Sie mal reinschauen wollen, wie gesagt, eine neue Methodologie, die später auch dann, das ist die Idee, in Tools umgewandelt werden sollen, also eine Methode, die dann auch angewandt werden kann, um wirklich die Auswirkungen eines Produktes inklusive Aspekt Nachhaltigkeit zu bewerten zu können. Also auch das geht aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Auf Grundlage von diesen Bewertungsergebnissen sollen dann zukünftig Mechanismen greifen, die die nachhaltigen Unternehmen finanziell auch Vorteile verschaffen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also wir denken, dass gerade finanzielle Vorteile wesentlich sind, natürlich am Ende des Tages, um auch die Umstellung und auch die Umstellung auf nachhaltige Produkte zu fördern. Und die Hersteller von weniger nachhaltigen Produkten werden dann logischerweise mit höheren Kosten für deren Umweltbelastung und Recycling betroffen oder ja, müssen damit rechnen. Und deshalb sind, wir haben es vorhin gehört, Systeme wie die erweiterte Herstellerverantwortung, EPR nennt sich das auf Englisch, Extended Producer Responsibility, mit ökomodulierten Gebühren sehr hoch bei der Kommission im Kurs. Es gibt noch Diskussionen, ob es Pflicht werden soll, also ob es geht nämlich auch um die Vereinheitlichung natürlich von diesen Systemen. Gerade hier, ja, ich sehe hier gerade ein Problem. Die Ökomodulation funktioniert eigentlich so wie so ein Bonus-Malus-System. Und zwar, wenn die Höhe die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Recyclingfähigkeit von Kleidungsstücken oder dem Anteil, der von einem recycelten Kleidungsstück tatsächlich wiederverwendet wurde. Und das gibt natürlich Unternehmen Anreize, sich schon beim Design Gedanken über Langlebigkeit und die mögliche Weiterverwendung zu machen. Ja, mit Fast Fashion auch am Ende wirklich aus out of fashion, also aus der Mode kommt, müssen natürlich aber auch das Verhalten der Verbraucher ändern. Und dazu ist auch eine Skalierung oder gerade die Skalierung von zirkulären Geschäftsmodellen notwendig, um Konsumenten einen Markt für Neuware mit hohem Recyclinganteil und erschwinglichen Preisen zu erschließen. Ein breites Angebot zu erschwinglichen Preisen erhöht dann die Akzeptanz und führt zu veränderten und bewusst nachhaltigen Kaufgewohnheiten. Also auch Geschäftsmodelle wie Vermietung, Wiederverkauf, Reparatur natürlich, Neugestaltung von Bekleidung haben das Potenzial, laut Statistiken von heute 3,5% auf dem globalen Modemarkt auf 23% bis 2030 zu wachsen. Das ist die Ellen MacArthur Foundation, wo ich die Informationen gefunden habe. Also und auch heute wächst bereits der Second-Hand-Markt schon dreimal so schnell wie die gesamte Modebranche. Und ich habe gesehen, vermutlich wird bis 2025, also schon relativ bald, der Handel mit Second-Hand-Mode doppelt so groß sein wie der von Neuware, mit Neuware. Um Unternehmen bei der Umstellung und der Skalierung nachhaltiger Geschäftsmodelle und Verfahren zu helfen, verfolgen wir bei Ecopreneur einen relativ pragmatischen Ansatz.
einmal durch politische Interessenvertretung, aber auch durch konkrete Projektarbeit. Ich denke, dieses Zusammenspiel ist besonders wichtig bei der Umsetzung, für die erfolgreiche Umsetzung. Pragmatisch, weil neue EU-Bestimmungen, Sie haben ja gesehen, es sind sehr viele in der Mache, diese Bestimmungen für KMU auch umsetzbar und auch dienlich sind. Und Priorität haben deshalb bei uns vor allem Gesetze, die für erhöhte Transparenz und für Sorgen und für finanzielle Anreize schaffen. Also Transparenz, das wirkliche, die Fähigkeit, ein Produkt auch nachzuverfolgen, zu beurteilen, aber eben auch finanzielle Anreize, um auf dieser Grundlage eben auch diese Produkte weiter zu fördern und zu skalieren. Das möchte ich auch an dieser Stelle noch so betonen, ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Bei all diesen Dingen ist Greenwashing. Also wir aus unserer von unseren Mitgliedern hören wir, dass es ein großes Problem darstellt. Also Greenwashing, das kennen Sie wahrscheinlich, die Manipulation durch bewusste Vortäuschung falscher Fakten, Fake News, bei der Nachhaltigkeitsgrad von Kleidungsstücken praktisch verfälscht wird oder falsch dargestellt wird. Und denkt da an die Beispiele wie die Jacke oder der Sneaker, die angeblich aus Ocean-Plastik hergestellt wird, obwohl sie zum Großteil aus neuen Kunststoffen bestehen. Aus der Sicht von Ecopreneur wirkt das Greenwashing ein enormes Risiko, das Vertrauen von Konsumenten in Nachhaltigkeit und nachhaltige Gesetze zu untergraben und auch den Transformationsprozess insgesamt praktisch zu verzögern letztendlich. Ja, neben der politischen Einflussnahme, habe ich gesagt, setzen wir uns aber auch zugleich für die praktische Umstellung von KMU in Form von öffentlich geförderten Projekten ein. So etwa sind wir zurzeit Teil eines internationalen Konsortiums zur Durchführung des EU-Projektes Fashion for Change. Ich habe da auch die URL angegeben, wen es interessiert. Das ist eigentlich ein Accelerator-Programm, bei dem wir 25 Start-ups und Scale-ups aus der Textilindustrie sowohl finanziell als auch durch persönliche Beratung helfen, mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen und Produkten in den Modemarkt Fuß zu fassen. Und bei anderen Projekten geht es um die Transition in Retail, also die Unterstützung von Einzelhandelsunternehmen bei der Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und all bei diesen Projekten geht es im Wesentlichen um Transfer von Know-how, Erfahrung mit KMU, unseren Mitgliedern, aber auch Nichtmitgliedern lehrt uns nämlich, dass deren Bedarf an praktischer Hilfestellung und an Orientierung enorm ist. Sie benötigen also zu weiten Teilen auch den Zugang zu kompetenten Partnern und Ressourcen für die Umsetzung der Strategie. Also, oder ihre erfolgreiche Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle. Und deshalb ist auch der Austausch mit den Nachhaltigkeitspionieren, die es ja bereits gibt, die Erfahrung haben und auch erfolgreich gemacht haben, enorm wichtig, mit Unternehmen eben von ihnen lernen können. Es geht also um Know-how-Transfer, ein ganz wichtiger Aspekt. Existierende Ressourcen und Institutionen sind zurzeit über verschiedene Orte verteilt, Industrien spezifisch. Man findet sie auf verschiedensten Webseiten, Plattformen. Also sie sind ziemlich schwer auffindbar für viele. Und deshalb sind auch, und einige sind auch nur in ihren eigenen Sprachen verfügbar. Und deshalb plädieren wir schon seit einiger Zeit für die Entwicklung und Vernetzung von sogenannten zirkulären Kompetenzzentren zu einer Plattform oder eines Hubs für interregionale und internationale Zusammenarbeit. Und falls Sie Interesse an dem Thema haben, können wir auch gerne darüber später nochmal sprechen oder nach der Veranstaltung. Sie sehen, es ist mein letzter Slide. Ich möchte, bevor ich jetzt die Runde für Fragen öffne, vielleicht nochmal kurz die Kernpunkte vortragen. Also erstmal, die Textilbranche besitzt ein enormes Potenzial für die Kreislaufwirtschaft. Das gilt sowohl in ökologischer und sozialer Hinsicht als auch ökonomisch. Dann, wir denken, das Ökodesign trägt zentral zur Langlebigkeit und der Weiterverarbeitung von Textilien bei und schont damit natürlich Ressourcen und das Klima.
Wir denken, dass finanzielle Anreize ein wesentlicher Anlass sind für Unternehmen auf Ökodesign umzuschalten, sich darauf umzustellen. Und einer der wirksamsten Mechanismen der EU-Textilstrategie, um diese finanziellen Anreize zu schaffen, sind tatsächlich ökomodellierte EPA-Recycling-Systeme, bei denen der Hersteller in die Pflicht genommen wird, auch finanziell Verantwortung für die Recyclingfähigkeit von Kleidung zu übernehmen. Und das ist, wie gesagt, ein Bundesmanagementsystem, wo der Hersteller für das In-Umlauf-Bringen von weniger nachhaltigen Textilien höhere Gebühren zahlen müsste. Und dadurch sinken natürlich mittelfristig die Kosten für nachhaltige Textilien und machen sie auch wettbewerbsfähiger. Und darum wiederum würden dann auch die Konsumenten, bei den Konsumenten die Akzeptanz und auch die Nachfrage steigen. Und abgesehen von finanziellen Anreizen, wie gesagt, denken wir auch, dass es wichtig ist, Unternehmen auf dem Weg hin zu mehr nachhaltiger Mode auch praktisch unter die Arme zu greifen. Also Kompetenz für Ökodesign zum Beispiel, was ja zentral ist, Innovation, aber auch erhöhte Transparenz, was ja mit Digitalisierung zusammenhängt, das kommt halt nicht von alleine. Das können kleine Unternehmen zum Teil nicht so aus dem Bauch heraus. Und deshalb denken wir, dass diese Unternehmen Zugang zu wirklich kompetenten Partnern und Ressourcen brauchen, die idealerweise digital, aber auch physisch vor Ort, aber auch digital in einem Netzwerk aus regionalen, aber auch internationalen Kompetenzzentren verbunden sind, um praktische Hilfestellung zu bieten. Also wirklich die Verbindung und Kollaboration. Und auf diese Weise würde eben die Kooperation und die Anwendung bestimmter Standards entlang der gesamten Lieferkette auch international gefördert. So, aber das ist eine Diskussion, die ich gerne vielleicht auch, wie gesagt, an anderer Stelle auch weiterführen möchte. Und mit diesem letzten Punkt möchte ich eigentlich mich nochmal bei Ihnen bedanken und ja, ich freue mich auf Ihre Fragen und auch die weitere Diskussion.